Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Heute wartet der letzte Level auf uns. Das letzte Level? Der letzte Level? Keine Ahnung. Space Out. Das ist das Level, wo wir alle bunten, alle farbigen Edelsteine brauchen, um den anderen Gem zu bekommen. Oh Gott. Cortex hat ja ein schönes Selbstbewusstsein. Was halt jetzt auch neu sind, sind diese komischen Platten. Gott, hier dürfen wir aber, glaube ich, sogar sterben. Hier geht's los. Ich hoffe, hier kommen wir auch dann wieder hin. Ich weiß es aber nicht. Wir müssen erstmal schauen. Ich vermute, dass es schwerer ist als das letzte Level. Aber man kriegt schon sehr viele Leben. Oh Gott. Ups. Oh Gott. Ja. Verdammt. Nein. Oh, ah, da ist noch ein dritter? WTF? Okay. Oh Gott. War ich wieder zu eilig, viel zu eilig. Gott. Vielleicht sollte ich mir zwei Masken oder so schnappen. Gibt's da keinen Checkpoint oder so? Leider nicht. Keine Kisten gesehen, oder? Okay, da gibt es nämlich noch einen dritten. Hab ich übersehen. Zwei Edelsteine noch. Zwei. Ja, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Schauen wir uns erstmal an. Oh, da ist sogar schon eine rote. Nur noch ein Edelstein. Oh Gott. Was geht hier ab? Ah, alles klar. Oh Gott. Ja, ist klar. Hier müssen wir uns konzentrieren. Oh Gott. Oh, was sehen meine Augen denn da? Hier gibt es keine Kisten. Ich würde sagen, wir krallen uns den.
und lassen uns einmal abstürzen, oder? Nice. Wow. Eigentlich, wenn wir alle Edelsteine haben, müsste Engine auch theoretisch mit uns sprechen. Ich hoffe, wir überskippen das nicht. Weil eigentlich kommt dann ja auch Cortex. Oh Gott, wo soll ich denn hier weitergehen? Ah, okay, ich weiß schon. Da brauchen wir den Dunni. Ups, wofür? Nur für dieses blöde Leben da oben? Ernsthaft? Darauf kann ich verzichten. Ah, verdammt. Nein. Verdammt. Aber schlimm ist das nicht. Eigentlich haben wir sogar unsere Maske gar nicht verloren. Das war's schon? Cool, dann können wir heute sogar noch Cortex in diesem Part besiegen. Hui, können wir das dann schaffen? Abfahrt! Wir nehmen jetzt nämlich alle Kristalle und alle Edelsteine. So, Crash, ein letztes Mal darfst du noch tanzen. Hätte ich auch mal so eine Maske, die für mich das Gehirn wäre.
Schauen wir mal. Ja! Mein Plan ist beinahe erfüllt. Das habe ich dir, Crash Bandicoot, zu verdanken. Jen, was ist los? Was ist das? Er steht doch nicht etwa unter dem Knall. Crash, Cortex wird die Kristalle nicht dazu verwenden, die Welt zu retten? Er wird die Energie sammeln und sie zum Antrieb der Super Cortex Vortex in seiner Raumstation benutzen. Wenn die Vortex zum Einsatz kommt, wird die gesamte Welt Cortex untertan sein. Crash, nimm ihn in die Kristalle ab! Engine, du Blödmann! Sie erzählt ihm alles! Wir sind wieder da. Ich entschuldige mich für die Störung. Crash, bring mir Kristalle! So, wir speichern noch einmal schnell ab. Können wir mal schauen, wie viel Prozent wir haben. 99 müssten wir eigentlich haben. 97. Spiel speichern. Wir kontrollieren nochmal alles. Eigentlich müssten wir alles haben. Ich würde sagen, gehen wir nochmal komplett einmal nach unten und schauen uns das an. Wir ja nichts vergessen haben, dann gibt es anscheinend gegen Cortex 3%. Boah, ist das schön. Ja, Knoti. Wir sehen uns spätestens in der nächsten Gen. Ja, hier haben wir auch alles. Dun, 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 dun. Ja, 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 ja. Ist klar. Zack. Haben wir. 42, 37. Plus 5 farbige macht 42. Ja. Okay, dann würde ich sagen, hauen Cortex mal eine Schlachtprügel raus, wa? Einfach ist es nicht. Ich denke mal, ich brauche schon mehrere Anläufe. Nummer 1. Wir dürfen ihn halt mit den Kristallen nicht entkommen lassen. Mich wundert sowieso, warum Crash ihn die gegeben hat, aber Crash ist ja eh nicht so der hellste Beutedachs. Oh Gott! Komm her! Nein, 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 nein! Oh Gott! Oh Gott! Einmal müssen wir noch treffen. Oh Gott! Wir brauchen halt genug Anschub, ne? Oh Gott! Na, oh Gott. Hoch. Oh Gott. Und hoch. Jawohl, wir haben ihn noch einmal getroffen. Abfahrt. Dir werde ich schon noch zeigen, Crash Bandicoot. Okay, ein First Try, schön. Geschehen. Hallo Krebscore. Und was ist mit der Cortex Vortex? Die ist noch da oben. Oh, Naughty Dog, habt ihr gesehen? Also hinten am Dings. Ja, das war Crash Bandicoot 2. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hat auch wieder was Neues dazu gelernt. Oh, wenn man mal so einen Tag frei hat, kann man durch mal ruhig so ein Crash Bandicoot-Projekt durchhauen. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass man das innerhalb eines Tages schaffen könnte. Wir hatten auch relativ viel Glück. Lag auch daran, dass ich es schon öfter halt gespielt habe, vor allen Dingen als kleines Kind. Als High-End-Gaming-Projekt werde ich vielleicht nochmal auch irgendwann machen, aber das wird einige Parts mehr fressen. Das ist jetzt Part 11.
Part 11 oder Part 12 ist das, also es kriegen relativ fix. Schade, dass wir die andere Maske von Cortex noch nicht gesehen haben. Kommt wahrscheinlich dann erst in der dritten Gen. Aber war mal wieder schön, das Projekt zu machen. Das Remake werden wir natürlich auch let's playen. Remake ist es, glaube ich, sogar so, dass es dann Relikte, also Schlüssel, in jedem Level gibt. Ja, mein Lieblingslevel war das erste Level mit den blauen Edelsteinen. Weiß nicht, seit Kind hat mir das irgendwie so angetan. Und die beiden zweiten Hasslevel war einmal das, wo wir 155 Kisten bräuchten, wo das Level einen ganzen Part geflossen hat. Und das vorletzte Level, was wir gemacht haben. Boah, das war schlimm. Aber dazu, das kann man den Entwicklern auf jeden Fall nicht übel nehmen. Natürlich dürfen die einen triggern. Aber in dem Moment sieht man das dann natürlich anders und denkt, ah, liebe Entwickler. Aber gut. Musik finde ich auch soweit schön. Ich glaube, es gab über 10, 15 verschiedene Songs. Zum Teil auch haben sie auch Easter Eggs aus Crash Bandicoot 1 übernommen. Fand ich auch ganz schön. Das nächste Projekt wird jetzt Crash Bandicoot 3, wenn ich dann Bock habe. Also, aber ich denke mal schon, dass wir jetzt die Tage daran arbeiten werden, weil ich habe so viel Pokémon Let's Play. Ich muss was anderes sehen. Okay. Was gibt es noch zu sehen? Das war's? Ich dachte, wir kriegen noch eine Endszene. Oh, doch. Du hast alle Edelsteine beisammen! Unglaublich! Die Kristalle sind nicht das einzige Mittel zum Auffangen der Energie. Die Edelsteine können das ebenfalls. Mit ihnen kann ich die Cortex zerpflücken! Komm mit, ich zeige dir meine Lasereinrichtung. Okay, da haben wir es. Ich will aber wirklich gucken, ob wir jetzt mal 100% haben. Können wir nochmal abspeichern. Ja, da sind sie, die 100%. Ach ja, schön. Okay, es gibt doch noch eine, meine ich doch, es gibt nämlich zwei Endszenen. Aber wollen wir Crash? Schön. Okay, da sind sie. Oh, habt ihr die Insel gesehen? Auch aus der ersten Gen. Da auch. Schön. Das ist nice. Ja, 100 Pro. Wenn du so gut sein möchtest. Oh. Ja, Dr. Neus Prio war in der ersten Gen unser Feind. Aber jetzt ist er unser Freund. Ja, nice. Also Naughty Dog hat da wirklich schöne Arbeit geleistet. Muss man ja sagen. Worauf ich auch nochmal Bock hätte, wäre Crash Bandicoot Herrscher der Mutanten. Ich weiß aber gar nicht, wie Naughty Dog. Ich glaube, Naughty Dog ist pleite gegangen, oder? Ich habe auf jeden Fall nicht mehr viel von Naughty Dog. Obwohl, doch, warte, Naughty Dog hat doch auch zum Teil The Last of Us gemacht. Nee, alles gut. Sie sind nicht pleite gegangen. Sorry für meine Fehlinformation. Die haben auch The Last of Us Remastered und zum Teil gemacht. Doch. Ja, auf jeden Fall ein schönes Projekt von Naughty Dog. Naughty Dog, falls ihr das hier sehen solltet, 1A. Ja, also es gab zwar nicht so viele Fails wie in der ersten Gen oder eventuell auch mal den einen oder anderen Ausraster. Lag aber auch daran, dass die erste Gen halt, sie ist halt um einiges schwieriger. Ne? Haben es dann aber in der zweiten Gen haben sie es gebessert. Und was ich auch schön finde, die Entwickler haben sich wirklich Zeit genommen. Nicht unter Zeitdruck, oh, wir müssen jetzt Umsatz machen, wir müssen ein Spiel rausschmeißen, sondern sie haben wirklich gesagt, hier, pass auf, wir setzen uns lieber nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr hin und gucken, was wir nochmal verbessern können. Vielleicht holen wir auch nochmal, befragen wir auch nochmal die Community bzw. die Spieler aus der ersten Gen. Was kann man machen? Und. Also das finde ich ganz, ganz schön. Die Grafik zu der Zeit finde ich vollkommen in Ordnung. Okay.
Ja, so ein Lachen kriege ich zwar nicht hin, aber... Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega aufs Remake. Das ist einfach epic. Vor allen Dingen, es gibt auch richtig viele Leute, die das Speedruns durchhauen. Und vor denen habe ich auch sehr, sehr viel Respekt. Ja, also, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.